Russell Banks hat eine Reihe sehr beeindruckender Bücher geschrieben. Eins davon heißt Der Morgen danach. Das ist die Geschichte eines Schulbusunfalls, wo Kinder ums Leben kommen, der dann eine Kleinstadt sehr verändert. Es sind 5 Teile. Der erste Teil wird erzählt von Dolores Driscoll, das ist die Fahrerin des Schulbusses. Sie erzählt, wie der Tag verlaufen ist, wie die Kinder einsteigen. Sie erzählt aber viel mehr von ihrem Mann, den sie pflegt, weil er nach einem Schlaganfall im Rollstuhl sitzt und sie kümmert sich um ihn. Also ich habe selten irgendwas gelesen, wo jemand liebevoll über jemand anderen geschrieben hat. Sie mag die Kinder sehr, diese Pferd, sie kommt gut mit ihnen aus. Sie erzählt, wie sie alle einsteigen so nach und nach, wie sie sich mit ihnen unterhält und wie es dann zu dem Unfall kommt. Es schneit, abschüssige Straße, der Bus kommt in Schleudern, rutscht über einen zugefrorenen See und bricht ein. Der zweite Teil ist aus der Sicht von einem Vater, eines von Zwillingen, die bei dem Unfall ums Leben kommen. Er fährt hinter dem Bus her, er sitzt in einem Transporter und fährt seine Arbeit, er hat eine Werkstatt, denkt aber die meiste Zeit an seine Frau, die vor Jahren an Krebs gestorben ist und beobachtet, wie das Ganze passiert. Im dritten Teil, also ich weiß, es klingt alles furchtbar traurig, aber man mag diese Menschen, man liebt diese Menschen, man leidet mit ihnen mit und nimmt sie in den Arm und das ist ganz, ganz großartig beschrieben. Im dritten Teil kommt dann ein Anwalt, der versucht, Geld zu machen, der halt Eltern dazu überreden möchte, dass sie klagen sollen gegen das Schulbusunternehmen, gegen die Reparaturwerkstatt, weil sie den Bus nicht ordentlich gewartet hat, gegen die Stadt, weil die Straße nicht richtig war, wie auch immer. Und man mag ihn so gar nicht leiden, man mag mit diesen Menschen im Dorf, in dieser kleinen Stadt allein sein und nicht diese fremden, geldgierigen Leute da um sich haben. Aber er erzählt dann auch seine Geschichte von ihm und seiner Tochter, die drogensüchtig ist und sich nur meldet, wenn sie irgendwie Geld von ihm haben will oder so und auch ihn schließt man ins Herz. Der vierte Teil erzählt die Geschichte von Nicole. Das ist ein Mädchen, was bei dem Unfall schwer verletzt wird. Sie ist vorher die strahlende Schönheit, die Cheerleaderin, die alle Jungs sind hinter ihr her. Und bei dem Unfall wird sie halt querschnittgelähmt und sitzt dann im Rollstuhl. Sie ist eigentlich die Ursache, dass diese Stadt, die da vollkommen aufgewühlt ist und in Trauer versinkt und einen Schuldigen sucht, dass die sich nach und nach versöhnen kann, weil sie es schafft, dass Prozesse alle abgeblasen werden und dass man irgendwie weiterleben muss, dass man traurig sein kann, keine Frage, aber dass es irgendwie auch weitergeht. Im fünften Teil erzählt dann die Dolores Driscoll nochmal, wie sie Monate später nach und nach wieder in die Gemeinschaft zurückfindet. Das ist sehr sachlich und sehr protokollhaft, aber unglaublich berührend. Ich habe dieses Buch sehr geliebt und jetzt beim Wiederlesen ganz, ganz großartig. Russell Banks.